So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und wir haben auch wieder den Schocker der Woche. Heute war auch der Community Raid mit Kyogre, Kai Oga, auch in Fachkreisen genannt. Heute Abend gibt es auch die Raid Mania mit Kai Oga und morgen gibt es Raids für Zuschauer mit Kai Oga von 11 bis 11, also 12 Stunden Stream ist angesetzt, da ist für jeden was dabei. Ich hoffe, es kommt nicht zu so gewaltigen Wartezeiten, aber wenn nicht, da kann ich es auch nicht ändern. Wer gar keine Möglichkeit hat, an den zu kommen, der kann da ja mitmachen und dann bringt ein bisschen Geduld mit, dann ist das alles super. Ansonsten bin ich gar nicht mehr so fit. Weil beim Community Raid, da hast du wieder Hinz und Kunz getroffen und sonst was. Und jetzt hast du hier mal so die Gelegenheit genutzt. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche mit Ahanu06. Der hat nämlich aus einem Raid ein Kabutoro mit 100% bekommen. Das war, glaube ich, letzten Mittwoch in der Raid Mania. Wer schlau ist, schaltet nämlich trotzdem die Raid Mania ein. Und macht bei den Abschlussraids mit, wo er auch eingeladen wird und wo man auch interagieren kann. Ja, und da hat der Ahanu ein 100% Kabutoro mitgenommen. Dann bin ich aufgestiegen mit Benny zu Glücksfreunden. Tobias R. endlich hat ein Shiny Tragosso mitgenommen. Adi ist Glücksfreund geworden. Der Yushikiru hat ein 100% Molung gebrütet. Aber leider ein männliches, aber trotzdem richtig nice. Mir wäre das egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Hauptsache 100% Molung, weil das ist auf jeden Fall selten. Braucht man eh für die Familie. Und wenn dann das 100% Weibchen kommt, entwickelt man das und schon hat man die Familie voll. Jojo, 300% Krypto mit Indivie. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Viertes, Traunfugil, 100% Krypto. Ihr seht, der Jojo ist jetzt umgezogen von Saragossa nach New York. Der geht jetzt da auf. Dann haben wir Dragonite als Glücksfreunde. Jojo, jetzt geht's los. 100% Girafarig. Jewel mit dem Shiny Formeo. Shiny Magunior. Shiny Alola Kogowai. Bierschanga mit dem Shiny Mangunior. Nach 354 Dingern endlich das Shiny. Das musste ich mit reinnehmen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Grüße an Bierschanga, auch wenn man sie momentan nicht in den Streams sieht. Sie sich ein bisschen rar macht, aber die hat ja jetzt so 5 Gärten gemietet. Muss da überall die Kakerlaken beseitigen. Das dauert schon ein bisschen. Geitsch. Vorhin Räder Mittwoch geguckt und jetzt ein Shiny gefangen, Shiny Alola Radfratz mitgenommen. Horse of Death, dieses Mal hat es den richtigen Account getroffen, 100% Alola, Dings, Knogger, genau, Knogger hieß das. Der kriegt immer alles in Glücks, 100%, meistens auf dem falschen Account, diesmal auf dem richtigen. Dann Urinalbecken, das war gestern vom Dienstag, am Dienstag haben wir gestreamt und während des Streams haben wir wieder PvP-Interaktion gemacht. So ist auch Urinalbecken mein Glücksfreund geworden wegen PvP. Also wenn ihr mit mir befreundet seid und schon länger kein Geschenk gekriegt habt oder nicht geöffnet wurde, schaltet halt mal bei den Streams ein, dass wir nebenbei PvP-Interaktionen machen können. Der Urinalbecken hat das gemacht, ist aufgestiegen, Sevo auch hier Glücksfreund geworden. NetGhost zeigt uns, wenn Ramses ein Hund wäre. Ich glaube mittlerweile wirklich, das ist der Hund vom NetGhost, ne? Der auf jeden Fall sehr speziell aussieht, sieht aus wie ich, aber ich habe keine Ahnung, was das hier ist, was der da hat. Ist das jetzt Kuchen? Ist das ein Grill? Ist das eine Lasagne? Ist das ein Pizzaleberkäse? Ich hab keine Ahnung, was das ist, sieht aus wie Eis mit Erdbeer, Vanille, Schoko, also sieht immer noch sehr speziell aus. Dann kommen die wieder die Selal Edition, der Selal hat wieder 10.000 Bilder geschickt. Shiny Schwalbini, Shiny Pantimimi, 100er Pebek, 100er Hippopotas, Shiny Capoeira, Shiny Alola Kogowai, erlöstes 100er Traunfugil, Do You Want to Evolve Bulbasaur, also wenn ihr das Bisasam erlöst, wird euer Mewtwo ein Relaxo. Muss man sich auch mal hier. Das ist auch ein Meme, das immer wieder kommt. Der nette Mann, der sich immer freut über ein Ditto. Und dann plötzlich ist er erschrocken, weil das Ditto wird einfach zu ihm und lacht ihn an. Und er ist immer noch erschrocken.
Habe ich so auch noch nicht gesehen. 100% erlöst es Endivie, auch noch am Start. Shiny Dragoso, die tägliche freie Box, frei, mit 8 Sternstücken, 8 Glückseiern, 200 Pokebällen und ein Mewtwo drin. Wer würde sich darüber freuen? Schreibt es mal in die Kommentare. Alola Radfratz, Shiny mitgenommen, Shiny Snubbull, 100er Mangunior, 100er Schmerbe, 100er Dragoso, Shiny Alola Radfratz, 100er Staravia, 100er Flamiao, 100er Erlöstes, Voldilam, Shiny Dragoso, 100er Owei, Shiny Mangunior, Shiny Radfratz, Shiny Mangunior, dann 300 Pokécoins für 3 Fanrate-Pässe spenden. Nö, da bin ich geizig, aber 17 Dollar für einen Cheeseburger ausgeben, das ist okay, das nimmt man natürlich mit. Shiny Leufeo, Shiny Alola Kokowai, Erlöstes Gramurx, Shiny Dragoso, die Daily Free Box mit dem Shiny Weavarak, habe ich so auch noch nicht gesehen, Shiny Smogon, Shiny Mauzi, Shiny Ladybar, Shiny Wuffels aus dem Raid, 100er Zickzacks, Gala Zickzacks, dann ein Bild, was ich auch richtig cool fand. Michael Myers steht vor deiner Tür, du bist der Ghostface-Killer von Scream, hast eh mal ein Telefon am Start, rufst einfach die Polizei, dann nehmen die den einfach mit. Ne? Problem gelöst, 100er Flamjau, 100er Erlöstes Voldilam, Busfahrer, 20% auf den Verkehr achten, 80% anderen Busfahrern winken. So passieren die meisten Unfälle. Wenn ich mich besoffen ins Bett lege und noch eine Kleinigkeit esse, 2 Liter Cola am Start, heftiger Double Big Mac, Big Cheese, Bacon Style, Onion Rings am Start. So sieht das bei mir aus. Immer wenn ich mal ein Bierchen trinke, habe ich so viel Hunger danach, dass ich dann meistens im Bett liege, mir noch ein halbes Schwein reinpfeife. Und dann ist das so, das ist Homer. Deswegen ist ja auch der ganze Abend voll mit Homer, weil Homer bin einfach ich. Sarina hier, Shiny Sengo, 100er Mangunior, Shiny Alola Slimer, Shiny Alola Radfratz, dann der Nachzügler, gab es gerade per Einladung im ersten Raid dazu, Shiny Kyogre, es sind ja Kyogre Raids am Start, ihr werdet wahrscheinlich ganz viel Kyogre raiden, vielleicht gibt es auch Leute, die kaum mal Raids machen, wegen dem Shiny, oder gibt es noch andere, schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier den Chefe24, kurz und knackig, diese Woche kein 100%, aber 12 Shinies. Furnifras, Mangunior, Leufeo, Kogowai, Radfrat, Sepa und Mauzi, alles am Start. Shenaya hier auch mit dem Shiny Alola Mauzi, Shiny Ditto, 100er Radfratz, 100% Glücksquapsel, Shiny Dragoso, Shiny Radfratz. Shenaya hat den Jackpot geschossen, darauf bin ich wirklich neidisch. Eigentlich hätte das der Schocker der Woche sein müssen. Ah, die ist gerade abgedriftet in den Schlafsack. Das hätte der Schocker der Woche sein müssen. Sie hat alle 4 Kapus in 100%. Ich glaube, sie hat gar nicht so viel geradet, hat aber trotzdem alle als 100er. Ich habe kein einziges als 100er. Ich habe immer meine 2 täglichen Pässe für die Kapus rausgeballert. Wir haben Raid Manias gemacht mit den Kapus. Ich habe nichts. Sie hat alle 4 als 100%. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Shiny Familie voll hier von Yorklev. Ganze Shiny Familie am Start bei Shenaya. 100er Radfratz, Shiny Mauzi, Shiny Formeo, Shiny Owei, Shiny Mangunior, 100er Sandan Alola, Lost Lift. Da ist man einmal an der Nordsee, 100% Wuffels. Und das hat der Marc niemals auch gebrütet. Aber das seht ihr erst, das habt ihr in der letzten Raider Mittwoch-Folge schon gesehen. Das seht ihr aber auch bei der Goldenen Meile, wie das wirklich entstanden ist. Lost Lift, ich glaube, mein Groudon mag seine eigentliche Farbe nicht. Ist ja eigentlich rot, wird dann so gelb, gold, grün mäßig. Das sieht aus wie ein Shiny Kyogre. Vielleicht dachte er, weil das Kyogre da ist, er verwandelt sich. Dann wird er jetzt auch schon geradet. Aluhut, 100er Zickzacks, Gala. Gerade von einem beworbenen Freund bekommen, Shiny Glurak, Shiny Mangunior, Shiny Mengi, Shiny Voltenso, Aiscorpions. Was ist besser als ein 98er? Ja klar, das 100er. Wuhu! Und auch noch beide nacheinander gefangen. Direkt hintereinander ein
98er und ein 100er. Das müsste eigentlich auch der Schocker der Woche sein. iScorpions hat außerdem das grüne Dragoso, ist nun am Start. Evoli, 100% geht immer. Man weiß ja nicht, was noch für Entwicklungen reinkommen. Vielleicht erfinden die noch was. Kätzchen nehme ich doch gerne auf. iScorpions. Lukas, habe ich schon so oft. Shiny Alola Kogowai. Ein neues Shiny in der Sammlung. Mancunio hier dabei. Jakob Hepgen. Da es über Instagram nicht ganz funktioniert hat, nochmal hier mein schillerndes Ditto. Sieht so aus wie mein Hemd. Burndown Steve, gerade aus der GBL bekommen, 100% Cognodon, was auch in der Abenteuerwoche eine wichtige Rolle spielt. 100% Ramaidon, auf jeden Fall immer noch richtig krasser Gesteinsangreifer. Noah, 100% Glücksgeweiher, 100% Glücksschallwab, 100% Radfratz, 100% Glücksmagma. Andy Project, ein neues 100er Baby für die Sammlung 100er Mobile. Habe ich noch nicht, hätte ich auch gern. Weiß ich gerade gar nicht, wo man das überhaupt herbekommt. Bubu Loki, vielleicht ist es etwas für den nächsten Raid am Mittwoch. Glücks, Shiny, Trigefalo. Eigentlich ist es nicht so besonders, aber du warst noch nie dabei, deswegen nehme ich dich mal mit rein. Alexander Aringer, getauscht bekommen, 100% Glücksklavion. Das ist schon wieder viel fetter. Sören, einfacher Tausch. Jetzt habe ich da 6 Stück von. Die Armee wächst also. Alle 6 Stück als Garados Level 50 Mega-Entwicklung durchführen. Bitteschön. Sören und ein wildes gleich hinterher. Heute läuft es. Ist ja auch Feiertag in Hessen. Erbarme. 100% Datiri. Da vielleicht nochmal auf C-Day warten oder dass man die spezielle Attacke dazu bekommt, weil Fiaro in der GBL ist schon eigentlich eine Wucht. Kann einiges. Silvio Lissner, das müsste der Shinook sein. Mit einem Shiny Radfratz, Shiny Geronimatz. Seine 100%igen der letzten 2 Wochen. Knocker, Picochilla, Otaro, Quapsel, Kabuno, Macholo, Magent, Picochilla, Furnifras. Und die Shinies aus den letzten 2 Wochen. Radfratz, Reddan, Geronimatz, Knocker, Smogon, Lambi, Raubi, Pummelhof, Hutututut und Rettan. Plus noch mehr Shinies. Zeputze, Kleinstein, Serbifoi, Bitora, Loturzel, Carvador, Evoli, dann Zapdos, Annika, 100% Radfratz, 100% Robball, 100% Wuffels. Ich habe noch kein 100% Wuffels. Heiko, der macht hier eine Eierbrütfolge rein. Der hat hier 11 Eier geschlüpft und hat bekommen ein weibliches Molung, das war das Highlight. Und ansonsten Zurukex, Lavitas, Galück, Ganovil, Algit, Pionskora, die IV sind halt jetzt alle nicht so überragend. Das Beste ist das Galück mit 95, was also ein 96er wäre. Zweite Fuhre, Heigo, zeigt uns hier nix, da gibt's nicht mal ein Highlight dabei. Die dritte Folge, er hat mir zwar die Eier geschickt, aber nicht die Auflösung. Deswegen geht's weiter mit Karin Suell. Die hat hier ein Shiny Alola Raichu aus der Forschung bekommen, wo ihr die 4 Inseln anwählen konntet und sagen musstet, welche Insel ihr nochmal bereisen wollt. Hat sie ein Shiny Alola bekommen. Thomas Bo hier auch mit einem Ninja, Bautz, Ninja, Ledian, Benjamin Engel wieder Duo Raid bei Mega Altaria gemeistert. 131 Sekunden Restzeit, 100% Flamjau, Thomas Speck, 100% Linfu, Robball, Kanimani, Krypto, 100 bei Jojo, den habe ich mittlerweile auch, haben wir schon gemaxt bei Max Out Monday, wer da geguckt hat. Natursekt am Start. Habe ich dieses Shiny auch abgehakt? Habe ich direkt entwickelt? Mangus Spector. Diese rote Alola-Ratte hat mir noch gefehlt und das war mein Ziel, diese rote Ratte jetzt im Alola an Alola-Event so bekommen. Das ist ganz frisch aus dem Ei, hat mir auch noch gefehlt. Und ich weiß nicht, was mit diesem Shiny bei mir los ist, aber das ist jetzt schon mein 5. mit den entwickelten. Das sieht man auch nochmal hier. Sorry, hier nochmal die Korrektur, es sind doch nur 4. Und das war auch schon alles für diese Woche. Liebe Grüße, dein Natus-Sekt. Grüße gehen raus.
Brainy Stendal hier mit einem Shiny Wuffels 890er, knapp, wäre fast ein 100er geworden, Cumulus 100er, Mobi, Henry Nicky, gerade aus dem Ei bekommen, 100er Radfratz, Feldforschungsdurchbruch gerade bekommen, 100er Slimer. Das waren schon alle Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, da ist immer das Schilling-Bild, aber ich muss kurz zurück und muss hier drauf drücken, damit ihr das seht. Der Schocker der Woche kommt diesmal von Sarina. Die Dame dankt für das Radfratz, das stammt von dir aus dem 7 Kilometer Ei, aber sie hat hier ein 100% Krypto Glumanda bekommen. Ich habe ja schon viele 100% Kryptos gesehen, aber ich habe noch keinen 100% Krypto Glumanda gesehen. Glumanda erste Generation, Glumanda Starter, Glumanda meiner Meinung nach irgendwie selten. Glumanda war von den Startern auch das letzte Pokémon, was ich überhaupt bekommen habe. Dann, um es auch zu entwickeln zum Glurak, um das vollständig zu machen, 100% Krypto. Meiner Meinung nach ist Glurak sowieso der beste von den Startern, der einfach richtig heftig ist, am stärksten ist, du gut einsetzen kannst, auch mit seinen Mega-Entwicklungen, auch wenn du das jetzt nicht mega entwickeln kannst. 100% Krypto Glumanda für mich auf jeden Fall das persönliche Highlight. Der Schocker der Woche habe ich nämlich noch nicht, habe ich auch noch nie gesehen, ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Der Adi ist ja auch irgendwo nicht mehr im Schlafsack, wie ich sehe. Der ist schon wieder weitergereist.